So, weiter geht's. Oh, nein, nicht unser eigenes Gebäude angreifen. Sprecht, Dummkopf. Gut, und damit haben wir diese Base ausgeschaltet. Achso, wir wollten noch weitere Akolyten bauen, ne? So, können die auch schon mal hier drauf schicken. Auch fertiggestellte Akolyten können wir gerne schon mal dahin schicken. Wo soll ich beuge mich eurem? So. Oh, war da nicht ein Angriff? Ja. War ein Angriff. Was ist das diesmal? Ich würde hier gerne meine Monstrosität heilen. Das war aber leider gerade nicht so richtig möglich. Oh, wir können übrigens wieder aufleveln. Machen wir das doch mal. Gut, eine angewählte, befreundete Einheit. Ja, das ist jetzt aber auch nicht das, was ich eigentlich so richtig machen will, um ehrlich zu sein. Aber ich hätte den heilen sollen. Hm. Nicht gesehen, dass da eine Monstrosität schon so angeschlagen war. Ich mich da eher drum gekümmert. Das ist schon besser. Oh, dann leben wir immer noch zwei. Einer. Gut. So. Jetzt werden wir mal einmal hier hochpushen. Ob ich hier wieder kryptische Zeichen eingegeben habe. Sprecht, Dummkopf. Und wir pushen mal einmal hier hoch. Was ist denn hier so? Endlich. Was ist das denn für ein Riesenturm? Was ist das diesmal? So, hier stehen Türme rum. Wahrscheinlich einfach, damit wir keine Lufteinheiten hier haben. Und damit einfach durchrennen. Aber bevor hier gleich irgendwie Probleme kommen, weil die hier unten das Mining bemerken oder so, machen wir das mal lieber auch hier ganz schnell alles tot. So wild ist das ja hier nicht. So, apropos, wir sollten mal übrigens einmal hier weitere Upgrades nehmen. Niemand erteilt mir Befehle. Was wir machen. Sprecht, Dummkopf. Was ist das diesmal? So. Den töten, dann den Tower rausnehmen. Und weitere Monstrositäten bauen. Vielleicht brauchen wir auch gleich mal wieder ein paar Fleischwagen. Ja, wir brauchen lieber eigentlich Fleischwagen gerade. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Weil wir die halt nicht so schön heilen können. Vorsicht. So, und jetzt werden wir uns eigentlich einmal nach links, also nachdem wir hier links das eigentlich schon haben, sollten wir uns eigentlich einmal nach rechts aufmachen. Das Problem, was ich habe, ist, wenn hier gleich wieder ein Angriff kommt von der linken Seite, Frostmourne hat Hunger. Dann haben wir ein Problem. Endlich. So, ihr seid hier wunderbar dabei Niemand zu meinen. Das sind schon hohe Kosten. Vorsicht. Also spätestens, wenn hier nochmal ein Angriff kam, sollten wir einmal nochmal rechts gucken, denke ich. Vielleicht ist das auch das, was wir mal einfach machen sollen. Vielleicht ist das auch gar nicht so viel. Ich lasse mal eben hier ein bisschen was stehen und mache jetzt quasi eine neue Armee aus Arthas und den drei, den beiden hier. Wenn die hier einen schönen Dreier machen. So. Dann gucken wir mal einmal nach rechts hier, was hier so rumsteht. Wenn dann nochmal eine ganze Base ist, dann müssen wir natürlich noch mehr hinziehen, ist klar. Was ist das diesmal? Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr... Das ein bisschen besser. Was ist da aber. Aber das ist nur Stufe 1. Mal eben die Heiler ausschalten. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Vorsicht. Jetzt werden wir leiden. Endlose Pein auf euch erwarten. Wir brauchen hier doch ein bisschen mehr Verstärkung. Ein bisschen zu viel, was wir hier haben. Wir nehmen ein bisschen sehr viel Einheiten gerade. Endlich. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne so. Hat Hunger. Es ist mehr Gold erforderlich. Vorsicht. Jetzt werdet ihr leiden. Was ist das diesmal? So, die Frage ist halt, ob jetzt hier oben ein Angriff kommt, weil dann werden die wahrscheinlich unsere Goldmine angreifen. Wobei, vielleicht laufen sie einfach vorbei. Niemand erteilt natürlich auch schön. Mir Befehle. So, in jedem Fall sollten wir mal eine Monstrosität hier stehen lassen, um so ein bisschen zu scouten. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Es ist mehr Gold erforderlich. So, wir brauchen auch nochmal ein Ziggurat. Wo soll mein Blut vergossen werden? So,
Niemand erteilt mir Befehle. Mir ist hier gar nicht. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Was geht hier rum? Mantel der Intelligenz 3. Kannst du dir aufheben? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Niemand erteilt mir Befehle. So. Sprecht, Dummkopf. Gut, haben wir also die Mitte jetzt auch mal geklärt. Jetzt die Wurzeln sind auch ein wenig. Endlich. Gut, also hier scheint es nicht weiter zu gehen, oder ist hier ein kleiner Abstecher? Endlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das ist schon besser. Das ist richtig soweit. So, Goldmine ist fast erschöpft. Das gefällt mir natürlich nicht so, aber wir haben hier jetzt eine neue. Die hat immerhin 20.000 Gold. Das ist relativ viel. Jedenfalls können wir damit erstmal gut leben. Upgrade-Bude war wo? Hier. Sprecht, Dummkopf. Die Frage ist, brauchen wir ein paar mehr Fernkampfeinheiten eigentlich noch? Ne, wir haben eigentlich genug Spinnen. Die sterben halt nicht so schnell, weil immer die Monstrositäten oder die Fleischwagen gefokust werden vom Gegner. Deshalb haben wir da ein bisschen Glück, in Anführungszeichen. Oh, der wurde einfach in einen Lamm verwandelt, Frechheit. So, hier wird nämlich direkt wieder unser Fleischwagen gefokust. Das ist schon besser. Eine absolute Frechheit. Was ist das diesmal? Alter! Niemand erteilt mir Befehle. Ist das der... Das ist der Böse hier. Holy shit! Holy! Was machen die denn so viel Schaden hier gerade? Endlich. Warum läuft der eigentlich mit raus? Das war doch hier eigentlich nur ein ganz normaler Push, oder nicht? Jetzt haben wir ein leichtes Problem. Bräuchte mal eben hier die Wiedererweckung der Toten, aber wir haben ein bisschen wenig Mana. Wir können ja auch mal das trinken hier. So, ich denke, damit sollten wir das Ganze ein bisschen besser lösen können hier gerade. Der Level 8 Held ist nicht mit rausgekommen. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. Trotzdem kommen hier riesig viel Schaden. Aber jetzt haben wir es geschafft, hier zumindest erstmal diesen Push zu verhindern. Aber das hat uns unglaublich viel gekostet. So, hier unbesiegbare Einheiten. Greift mal schnell an, ohne Support. So. Das wollen wir noch eben schön machen, bevor die gestorben sind. Es ist mehr Gold erforderlich. Ach, meine Güte, das hat ja mal ein bisschen Supply gekostet für uns. Gold erforderlich. Unsere Goldmine ist eingestürzt. So, Goldmine ist eingestürzt, schade. Das heißt, unser Mining wird jetzt hier deutlich reduziert sein. Du gehst noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich denke, der Push wird jetzt nicht so schnell wieder kommen, aber wir müssen uns jetzt tatsächlich erst nochmal aufbauen. Er soll nochmal wieder zumindest eine Armee hier voll bekommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben halt was zurückgetrieben, aber wir verlieren halt gleich auch Hitpoints einfach dadurch, dass unsere Gegner diesen Schild haben. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Wir haben jetzt alle unsere Spinnen verloren, ne? Können wir mal schön aus dem Hinterhalt schießen, da brauchen wir da auch nochmal ein paar von. Rufbestien sind es halt eigentlich, aber ich nenne sie immer Spinnies. So. Gut. Wir haben immerhin eine Armee wieder voll. Tendenz steigend. Das ist doch schon mal was. Es ist mehr Gold erforderlich. Und 5 Akolyten, die nichts zu tun haben. So, ich denke, wenn die hier angekommen sind, werden wir wieder pushen. Warum rennen die manchmal schneller und manchmal langsamer? Ich verstehe es nicht so richtig, aber gut. Es ist mehr Gold erforderlich. Brauchen wir gerade noch irgendwas? Nee, nicht so aus. Okay. Uns fehlt halt auch leider inzwischen wirklich viel Gold. Gut, push. Niemand erteilt mir Befehle.
Frostmourne hat Hunger. Erstmal wäre es natürlich schön, wenn wir pullen könnten, unsere Gegner, aber ich glaube, das wird nichts. Vorsicht. Endlich. Ah, endlich. Ja. Das ist schon besser. Weiter. Frostmourne hat Hunger. Gott, wo müssen wir denn ganz lang rennen? Besser. Frostmourne hat Hunger. Ah, endlich. Ist hier ein Mana-Brunnen oder was? Endlich. Für den Lichtkönig. Ah, endlich. Jetzt, Frostmourne. Wo müssen wir denn hier ganz lang rennen? Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Jetzt werdet ihr leiden. Jetzt kommt mit dazu. Es ist mehr. Niemand erteilt mir Befehle. Was ist so, aber wir kommen gleich ran an ihn. Niemand erteilt gleich eventuell Kel'Thuzad mal einmal heilen. Das wäre unschön, wenn wir den verlieren. So, einmal den Kasten hier aufmachen, dann können wir nämlich gleich mal einmal hier dran. Sprecht, Dummkopf. Und nimm mal die Elfenspiegel mit. Diesmal? So. Du mach schon. Niemand erteilt mir Befehle. Keine Leichen in der Nähe leider, aber wir schaffen es hier. So, zack. Was ist das diesmal? Der zweite Zauberer ist gefallen. Bleibt nur noch eine verfluchte Aura. So, ein bisschen hier heilen. Das ist nur noch Antonidas töten. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Dazu begeben wir uns aber erstmal hier endlich in die Mitte zu diesem Brunnen. Brunnen der Sprecht, Gesundheit. Dummkopf. Das ist schon besser. Dann können wir uns ein bisschen heilen. Endlich. So, dann füllen wir mal eben unsere Einser-Armee wieder auf. Das ist schon besser. So, ja. Geht euch mal alle schön. Fleischwagen. Mehr Gold erforderlich. Speichern. Hier war leider keine Base, war wahrscheinlich ist hier rechts eine. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier ist erstmal nichts, ne? Ja, hier war Ende. Gut. So, eben schön regenerieren. Im Grunde der Gesundheit. Währenddessen können wir eben auf unsere Reinforcements warten. Solange können wir eigentlich gar nicht viel tun. Upgrades haben wir jetzt alle genommen, ne? Ich finde nie das Gebäude. Nein, wir haben sogar noch ein Defensiv-Upgrades für Fernkampfeinheiten. Das holen wir jetzt auch noch eben. Wenn wir genug Gold dafür haben. Da haben wir wieder einen Störsound. Das finde ich sehr komisch, dass ich diesen Störsound immer bekomme. Oh, Angriff. Oh. Niemand erteilt mir Befehle. Niemand erteilt mir das. Ist jetzt nicht ganz so geil hier, aber ich hoffe, so ein Force muss diesen Push mal ein bisschen aufhalten, während wir hier Fortschritte erzielen. Ich meine, wir kämpfen ja eigentlich an so einem Runde der Gesundheit. Das ist eigentlich besser, geht's so eigentlich nicht, oder? Wo ist denn Arthas eigentlich? Sprecht, Dummkopf. Ich finde ihn nicht, da ist er. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, fliegen die genau auf unsere Mine zu? Wahrscheinlich, ne? Niemand erteilt. Es ist mehr Goldgläubige, hat unsere Vereinigung gestürmt. Das ist nicht gut für uns. Das ist überhaupt nicht gut für uns. Sterben alle. Vorsicht. Was ist das diesmal? Aber es ist doch ein bisschen blöd, dass sie hier wieder so komplett parallel angreifen. Ja, unfertig. Zu spät. Niemand erteilt mir Befehle. Abgeschlossen. Ja. Vorsicht. Wir haben auch nicht mehr wirklich was, was in die Luft schießen kann gleich, oder? Boah, das war sehr, sehr teuer für uns und wir sind immer noch nicht fertig. Mein Leben für Ner'zhul. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ja, Meister. Vorsicht. Ah. Ich endlich habe nachgedacht. Was ist es diesmal?
So. Frostmourne hat Hunger. Naja, immerhin kann einer angreifen. Ich wünsche nur zu dienen. Nicht gut. Hatten wir nicht noch irgendwo einen, der leider mit einem 1 gerutscht war? Ja, ne? Der muss ja gerade was wiederverwerten, weil wir haben sonst nicht genug Ressourcen. Ja, nimm den Zigurat. Was machst du denn jetzt hier? Vorsicht. Euer Befehl, Meister. Ich gehorche mit Freuden. Brauche nämlich die Goldmine. Reicht das an Gold? Können wir auch mehrere nur anschlagen? Meister. Nein. Schicksal ist besiegelt. Wir müssen halt irgendwie eine Goldmine bauen. Natürlich reicht's genau nicht. Ich wünsche nur zu dienen. Es ist mehr Gold erforderlich. Euer Wille geschehe. So. Wo soll mein Blut vergossen Hilft ja nix. Nicht wahr? Sprecht, so, größer wird unsere Armee jetzt auch erstmal nicht. Besser. Denn wir müssen erstmal auf die Goldmine warten. Ich glaube, ich mache an dieser Stelle sogar mal einen Cut, bis wir hier wieder ein bisschen Gold haben. Was Denn sonst das bringt das hier sehr, sehr wenig. Viel mehr passiert hier nämlich erstmal nicht. Wie gesagt, deshalb ein ganz kurzer Cut. Ich speichere nochmal vorher. Vielleicht müssen wir auch nochmal einen neuen Spielstand laden, weil diese Mine zu verlieren war halt sehr, sehr unschön. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber naja. So, da kommt wieder ein neuer Angriff. Ich habe die Zeit genutzt, wo wir noch auf wenig Kosten hier unterwegs waren. Und habe Tower gebaut. In der Hoffnung, dass uns die jetzt helfen. Und das Upgrade habe ich auch erforscht, aber es ist jetzt natürlich ein großer Angriff. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, bevor der nächste Angriff kommt. Das ist aber leider nicht der Fall. Das sieht nicht so gut aus für uns. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Endlich. Das sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, wir müssen den anderen Speicherstand laden. Den, bevor der Angriff kam. Das dürfte der hier gewesen sein, hoffe ich. Natürlich ein bisschen ärgerlich. Vorsicht. Aber so ist es leider. Frostmourne hat Hunger. So, bauen wir dich mal ganz schnell aus. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Und ziehen uns dann, sobald wir sehen, dass hier der Angriff kommt, müssen wir uns dringend zurückziehen. So, wir sind jetzt relativ voll, also ziehen wir uns jetzt zurück, um hier erstmal den Push abzuwehren, der auf die Goldmine geht. Und dann gehen wir gleich dann in Richtung des nächsten. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Sonst müssen wir noch früheren Spielstand laden, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Das wäre tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Was macht ihr hier? Angreifen. Achso, die können alle nichts angreifen. Jetzt müssten erst die zum Landen gezwungen werden. So, jetzt kommt noch der andere Push dazu. Niemand erteilt mir Befehle. Jetzt die Toten schon wieder zum Leben erweckt. Noch lebt unsere Goldmine. Wir kloppen hier auch ordentlich drauf ein. So, die Fliegedinger sind jetzt quasi tot. Jetzt hier nur noch vorne die Hauptarmee sozusagen. Leider kein Mana mehr für uns. Ich will gerne heilen, aber wir haben bei weitem noch nicht genug Mana, um zu heilen. Frostmourne hat Hunger. Ich kann aber hier mal wieder mit angreifen. Machen wir irgendwas auf Autocast. Autocast ist immer gut, da müssen wir nicht drum kümmern. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Das ist fast tot. Endlich. Ein bisschen Angst um Arthas hier gerade, um ehrlich zu sein. Alles klar, wir haben es überlebt. Damit sind wir auch in einer definitiv besseren Position als gerade eben. Hätte ich also auch von Anfang an so machen sollen. So, kurz eben heilen. Was heißt kurz eben? Schnell eben, bis alles fertig ist. So, und wir bleiben hier. Gut, schön regenerieren. Was ist das diesmal? Regenerierst du auch? Ich hoffe.
Und wir holen uns ein paar mehr Anti-Air-Einheiten, weil das fehlt uns gerade tatsächlich ein bisschen. Ein paar mehr Spinnies. Die haben wir zwischendurch in einem Fight ziemlich verloren. Legen wir das Ganze zumindest mal dorthin. So. Und haben jetzt fast wieder eine 1er-Armee komplett. Das ist doch schon mal was. Wir haben sogar eine 1er-Armee komplett. So, holen wir uns mal ein, zwei Fleischwagen dazu, weil davon haben wir, glaube ich, gar keinen mehr. Sehe ich das richtig? Ja, leider schon. So, die Mine war eingestürzt, ne? Ja. Ärgerlich. Wir haben hier 15.000 noch. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Wobei es geht. Also, so schnell sollten wir eigentlich nicht am Hungertod nagen. Sollten uns eigentlich noch eine Armee aufbauen können. Ja, eigentlich. Ne, wir haben ja jetzt hier Fleischwagen. Das heißt, ich baue jetzt wieder Monstrositäten. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. So. Ich würde mich eigentlich jetzt gerne gleich nochmal nach vorne bewegen. Sollten vorher natürlich dringend einmal speichern. Und auch nochmal einmal dieses Upgrade uns holen. Das haben wir nämlich hier auch noch nicht erforscht. Das hatte ich gerade eben gemacht, aber den Spielstand haben wir jetzt nicht mehr genommen. Das heißt, einmal kurz auf 250 Gold warten, dann eben das Upgrade erforschen. Und ich glaube, dann können wir uns tatsächlich mal eben auf den Weg nach vorne machen. Die können natürlich auch nochmal eben mit dazukommen. So, einmal hier mit nach vorne rennen, bitte. Dass die manchmal schneller laufen. Sehr merkwürdig. So. Und dann kommt... Oh, ich finde dieses Upgrade-Gebäude nie. Da ist es. So, noch eine weitere Monstrosität wäre natürlich schön. Aber hatten wir gerade nicht im Bau, weil wir kein Geld dafür hatten. So, wir werden aber gleich angreifen. Es ist mehr Gold erforderlich. Komm. Es ist mehr Gold. Sitzt auch immer wieder so nah hier vor dem Dings. Ne? Das ist eigentlich nicht gut, aber es ist mehr Gold, so wichtig ist auch nicht, was hier angezeigt wird. Von daher. Es ist mehr so. Mir Befehle. Mana haben wir eigentlich auch wieder relativ viel. Ich denke, jetzt wäre der Zeitpunkt, einmal nochmal zu speichern. Und dann zu pushen. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Frostmourne hat Hunger. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Endlich. Alter. Sprecht, Dummkopf. Was ist raus? Diesmal? Das ist schon besser. Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Wir müssen einmal den unbedingt töten. Töte ihn! Boah, das war aber auch schon wieder sauteuer. Schaffen wir diesen Fight überhaupt noch? Niemand erteilt mir Befehle. Ein bisschen schwer einzusehen. Den dürfen wir nicht heilen. Sprecht, Dummkopf. Vorsicht. Frostmourne hat Hunger. Oh, ist das alles immer teuer für uns. Vorsicht. Was ist es diesmal? Greifen uns halt auch komplett weiter an, ne? Zurückziehen? Nö. Das dürft ihr nicht. Sprecht, Dummkopf. Jetzt bin ich richtig geheilt. Oh, heil. Was ist es diesmal? Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Jetzt werdet ihr leiden. Jetzt, Frostmourne! Kommen da jetzt eigentlich auch mal Einheiten von uns nach? Vorsicht! Sprecht, Dummkopf! Eure Pein wird ohnegleichen sein! Niemand erteilt mir Befehle! Was ist das diesmal? Können wir nicht mehr heilen? Sprecht, Dummkopf. Jetzt, Frostmourne. Wenn wir jetzt noch einmal die Toten erwecken könnten, ne? Das wäre schön. Meine Gaben gehören euch.
leider geschafft, hier noch wegzukommen. Alter, jetzt kommt da nochmal ein Riesenpush nach. Okay, das ist schlecht für uns.